Hey Leute, ich bin's, euer Tobi Banks und wie ihr wisst, habe ich seit längerem keine Videos mehr gemacht. Mittlerweile glaube ich sind es 3 Wochen, müssen 3 Wochen sein. Dafür möchte ich mich in diesem Video entschuldigen. Also erstmal zum Video im Hintergrund seht ihr Black Ops 2 Abschluss bestätigt von einem Kumpel, der okay nicht der allerbeste ist, aber Gameplay ist ganz okay. Ich glaube, endet mit 36 zu 10, irgendwie sowas. Ein paar coole Kills dabei und ja, wie es jetzt weitergeht. Also, wie ihr wisst, habe ich so. Bin ich nicht der aktivste YouTuber gewesen, dieses Wort betone ich hiermit. Seit November letzten Jahres habe ich mit YouTube angefangen. Und hab dann ein paar Videos hochgeladen, hatte dann eine Pause von, ich glaube, ganzen 3 Monaten. Das geht natürlich nicht. Das kann man einfach nicht machen mit seinen Fans, mit seinen Abonnenten. Jedenfalls, dann habe ich mich wieder aufgerafft, dank Hilfe eines Freundes, bei dem ich mich auch herzlich bedanken will, der mich weiter motiviert und angespornt hat. Ja, und wegen ihm habe ich dann halt wieder Videos gemacht. Dann hauptsächlich, ja, Minecraft am PC oder irgendeinen anderen Kram, was weiß ich. Und ja, dann hatte ich dann wieder eine kleine Pause. Aber die war jetzt nicht so. Also die habe ich persönlich wahrgenommen, aber ihr glaube ich jetzt nicht wirklich. Da war ich halt nicht mehr so aktiv am Zocken und Let's Playen, Kommentieren etc. Auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich jetzt seit 3 Wochen nichts mehr gemacht, dafür möchte ich mich entschuldigen, aber wie mit diesem Video hier schon, was ich jetzt sagen will, mit diesem Video geht's weiter los. Also ich werde jetzt wieder, was heißt, nein, ich werde nicht wieder, ich werde jetzt viel aktiver auf YouTube sein, viel mehr Videos machen, bestimmt dann jeden Tag mindestens eins, wenn nicht sogar zwei oder drei. Okay, sagen wir erstmal jeden Tag eins. Weil ich habe ja auch noch Schule nebenbei und anderes, dies, das, anderes. Auf jeden Fall, man kann nicht einfach so aktiv weitermachen, man braucht ja irgendeinen Ansporn oder irgendwie irgendwelche technischen Hilfsmittel, was weiß ich. Und bezüglich technischer Hilfsmittel habe ich mir jetzt eine Elgato Game Capture HD Pro bestellt. Und ja, dass jetzt viele von euch werden sagen, oh cool, Elgato. Und das sagt ihr auch zu Recht. Ich habe sie genau am heutigen Tage, okay, wenn ihr es morgen guckt, also wenn ihr gerade das Let's Play guckt, aber ich es gestern schon hochgeladen habe, dann habe ich gestern die Elgato bestellt. Auf jeden Fall wird sie wahrscheinlich entweder diese Woche Mittwoch, also morgen, oder Donnerstag kommen. Vielleicht auch Freitag, aber ich denke eher. Also ich rechne fest mit dem Datum. Also am Donnerstag. Wenn ich Glück habe, auch schon Mittwoch. Und ja, wenn ich ein wenig Pech habe, dann erst Freitag, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall habe ich dann die Elgato. Werde hauptsächlich PS3 Gameplays machen. Was weiß ich, Black Ops 2, FIFA 14, NBA 2K14. Und auch, welche coolen Action-Rollenspiele, was weiß ich, alles Mögliche. Und ja, dann werde ich halt viel regelmäßiger, aktiver auf YouTube unterwegs sein. Bezüglich Aufnahmegeräte, ich hatte schon lange den Wunsch, mir ein Aufnahmegerät zuzulegen, aber da ich noch jung bin, ich bin nicht volljährig. Ich bin 15 Jahre alt. Da ich halt noch nicht volljährig bin und noch nicht wirklich einen Job habe und kein eigenes Geld verdiene und normales Durchschnittstaschengeld bekomme, hatte ich da halt bisher noch nicht so die finanziellen Möglichkeiten. Drücken wir es so aus. Auf jeden Fall hatte ich vor einer Weile Geburtstag. Und wie es mit der Zeit so kommt, wünscht man sich nicht mehr so die großen Sachen. Also klar, ich hätte mir einfach eine Elgato oder so wünschen können, aber da war meine Mutter irgendwie noch nicht so ganz überzeugt davon. Jetzt ist sie es mehr, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall habe ich halt dann ein bisschen Geburtstagsgeld abgesahnt. Und meine Mutter und ich waren bereit dazu, also ich sowieso, aber meine Mutter war halt dann bereit dazu, die online zu bestellen, die Elgato.
Und ja, jetzt wird sie bald kommen. Und das, bevor ich die Elgato, also meine Mutter die Elgato bestellt hatte, habe ich mir die Roxio Game Capture HD Pro zugelegt. Was völliger Scheißdreck ist. Also Leute, echt, Mann. Wenn ihr plant, YouTube zu machen oder was weiß ich, einfach nur Videos aufzunehmen und das mit einem Aufnahmegerät, kauft euch bloß nicht. Kauft euch bloß nicht Roxio. Egal in welcher Scheißform, niemals Roxio. Das sind so ne Wichser, ja, so ne Penner, die verarschen euch, die wollen euch euer Geld abzocken. Beispiel: Ich habe mir die Roxio Game Capture HD Pro Version online bestellt. Dachte mir, ganz cool, habe ich ein Aufnahmegerät, kann endlich durchstarten, kann wieder aktiv regelmäßig für euch Videos machen. Nee, nix da. Habe ich mir letzte Woche Freitag bestellt, kam gestern Montag. So, ganz schnieke, dachte ich mir, oh cool, Paket ist da, meine Mutter ist zur Tür reingekommen, hey, mein Sohn, Paket, Roxio ist da, Aufnahmegerät, zack, reinstecken, man kann sie losspielen, aufnehmen, dachten wir ganz gechillt, nein, einfach nein. So, hab dann die Verpackung, Roxio Game Capture HD Pro vor mir liegen, packe sie aus, denke mir, oh, schickes Gerät, da dieses USB-Kabel ist ja auch dabei. Alles angeschlossen, USB-Kabel in Laptop, ins Gerät, HDMI-Kabel am Fernseher, ins Gerät. Dachte ich mir, ja, müsste ich es ja irgendwie mit meiner PS3 verbinden, damit ich es aufnehmen kann. Dachte ich mir, ja, nehme ich einfach ein zweites HDMI-Kabel. Nee! Geht nicht! Die PS3-Wichser von Sony wollen für alles extra Geld kassieren, ja? Bei der Xbox wunderbar, steckt man ein HDMI-Kabel rein in den Fernseher, steckt man das andere HDMI-Kabel rein in die Konsole, Xbox. Aber Sony sieht das anders. Man kann nicht einfach mit zwei HDMI-Kabeln die Scheiße reinstecken. Nein, man braucht extra so einen Game-Grabber von Roxio, der extra noch 50 Euro kostet. Und dann, das finde ich, ist das Schärfste an dem Gerät. Dann sagen die, ja, wollen die noch extra Geld kassieren und dann hat man sein HD-Aufnahmegerät. Nee, das Schärfste an diesem Video-Grabber ist, der ist nicht mal HD-fähig. Da hat mir der Verkäufer irgendwas erklärt von irgendwelchen Twinches, was weiß ich, männliche Kabel, weibliche Kabel. Und dieser Grabber von Roxio, der noch extra 50 Euro kostet, ist nicht HD-fähig. Sonst das Gerät kostet um die 100 Euro. Also ich habe es für 90 besorgt. Plus dieses scheiß 50 wären wir bei 140. So, da wären wir schon beim Kaufpreis von der Elgato, die ich mir jetzt glücklicherweise geholt habe. Und dann ist nur wegen diesem ein scheiß Kabel, was schon die Hälfte des eigentlichen Geräts den Kaufpreis beträgt, ist nicht mal HD-fähig. Das Gerät wunderbar HD-fähig, dieses spezielle Kabel, was man allerdings nur für die PS3 benötigt, ist nicht HD-fähig. Da denke ich mir, was sind das für eine Scheiß-Wichser? Warum ziehen die so eine Abzocke ab? Abzocke ab, ja. Das ist doch bescheuert. Da verlieren die doch Haufen Kunden. Okay, die Penner haben zwar sowieso nicht so viele Kunden, aber ist doch einfach nur Scheiße. In den ganzen Werbungen, ja, hier billigstes, Roxio gilt ja so als das billigste, qualitativste Aufnahmegerät. Sonst Elgato oder HTP VR oder hier diese Ava Media, Live Gaming, jetzt Portable oder Capture HD, sind ja, sag ich mal, über den 100er Bereich. Und Roxio ist halt unter dem 100er Bereich, auch die HD-Version. Aber ja, dann ziehen die mit einem halt so eine Scheiße ab. So, darüber habe ich mich gestern tierisch aufgeregt. So, auf jeden Fall hier das Gameplay jetzt zu Ende. Ja, ich glaube, war 36 zu 12 oder zu 10, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich werde jetzt aktiver Videos machen mit meiner Elgato Game Capture HD, die dann auch funktionieren wird. Hier jetzt 36 12. All that kills. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.